à Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines. Adieu Paris. Jetzt geht Seine aufwärts und dann zur Marne. Und dann in Richtung Nordost. Für den Rückweg von Paris nach Lübeck fuhren wir die Marne aufwärts bis in die Champagne nach Épernay. Von dort über den Canal Lateral de la Marne nach Vitry-le-Française. Und von dort dann über den Canal de la Marne au Rhin, also vom, den Kanal von der Marne zum Rhein nach Toul. In Toul haben wir unsere Bootsreise unterbrochen und sind für 5 Tage nach Bonhoeffer gefahren. Anschließend ging es dann die Mosel abwärts durch Frankreich und Luxemburg vorbei nach Trier. Dann von Trier die Mosel abwärts bis Koblenz. Von Koblenz aus dann den Rhein abwärts nach Düsseldorf. Von Düsseldorf aus den Rhein abwärts und dann über den Rhein-Herne-Kanal und den Dortmund-Ems-Kanal nach Münster. Weiter den Dortmund-Ems-Kanal bis zum Mittellandkanal und über den Mittellandkanal dann bis Minden. In Minden überqueren wir die Weser und fahren auf dem Mittellandkanal weiter nach Wolfsburg. Von Wolfsburg ein Stückchen zurück zum Elbe-Seitenkanal und dann über diesen zur Elbe, Lauenburg vorbei, dann über den Elbe-Lübeck-Kanal nach Lübeck. Mal wieder eine spannende Tunnelfahrt. Allerdings ist der ganz gut von links beleuchtet. Und da steht ein kleiner Strahler. Da drüben noch einer. Ja, und das Ende ist ja auch super gut zu sehen. Vor allen Dingen ist er breiter als die bisherigen und das klappt ganz prima. Wir haben Paris verlassen und das ist unsere erste Station, Lagny-sur-Marne. Da hinten kommt schon wieder der nächste Regenschauer. Wir hatten heute wirklich bei jeder Schleusung hatten wir einen dicken Regenschauer. Zum ersten Mal eigentlich in diesem Urlaub. Eine Bisamratte, die auch etwas von dem Brot für die Schwäne abhaben möchte und die offensichtlich den Umgang mit den Schwänen gewohnt ist. Angst hat es nicht, das Vieh. Eri meinte, ich sollte diesen Kuchen doch mal filmen. Das ist tatsächlich ein typischer Kuchen, wie er zumindest hier in dieser Gegend Frankreichs angeboten wird. Von den Boulanger. Ach so, den Kunstbäckern. Nee, das gibt es in fast allen Boulangeries, gibt solche Kuchen. Und schmecken wirklich gut. Sehr schön fruchtig, nicht zu süß. Die haben es wirklich drauf hier, die französischen Bäcker, kann man nicht anders sagen. Wir lassen uns das hier in Marie-sur-Marne. Wir sind ja auf dem Marne jetzt unterwegs. In Marie-sur-Marne. Auf der Marne. Ach so, auf der Marne sind wir unterwegs. Heute hat es während der ganzen Fahrt hierher geregnet, auch bei den Schleusungen. Das war nicht ganz so toll. Aber wir haben hier einen sehr idyllischen Platz gefunden in Marie. Sur Marne. Das ist eine Anlegestelle für Sportboote, aber es passt tatsächlich nur ein Boot hier hin. Also wir haben diesen Platz jetzt belegt. Ein anderer kann da nicht mehr ran. Aber da oben sind 2 Restaurants. Und eins davon werden wir uns dann aussuchen für heute Abend. Ja. Wir waren hier jetzt
essen. Unten liegt ja unser Boot und dieses Restaurant ist hier gleich in der Nähe. Dafür haben wir uns entschieden. Es war super, kann ich nicht anders sagen. Wir haben also Menü gegessen mit Käseteller dabei, mit Dessert, mit einer Creme Brûlée. Super, es war wirklich ganz ausgezeichnet. Jakobsmuscheln, ganz toll und preislich wirklich auch total akzeptabel. Ich meine, das ist nicht das Wichtigste, aber muss man mal sagen, wir haben also zusammen, die Rechnung belief sich für zwei Personen mit Wein auf 60 Euro. Das ist also, das würdest du bei uns nicht kriegen für so ein Essen. Es war spitzenmäßig. Wir sind total begeistert. Einfach auch so, auch wenn es mehr gekostet hätte. Ja. Es war einfach ein super Menü. Ja, super Menü, tolle Atmosphäre. War auch richtig was los hier. Viele, viele Gäste, alle Tische besetzt. Zwischen Nanteuil, Surmarne und Mairie-Surmarne entdecken wir die ersten Weinhänge. Da oben wird Wein angebaut unterm Wald. Und daraus wird dann auch Champagner gemacht. Wir sind nämlich jetzt allmählich, glaube ich, in der Champagne. Wir sind in Charly-sur-Marne gelandet. Und zwar mitten in der Champagne. Hinter uns sieht man ja, Weinhänge, sag ich mal. Da werden die Reben, die Sorten angebaut, aus denen dann der Champagner gewonnen wird. Mal sehen, ob wir irgendwo eine Flasche ergattern. Gestern sind wir nur durch Wald gefahren, links und rechts Büsche weit reinragend ins Wasser. Und jetzt haben wir doch vor uns weite Blicke und mal auf diesen schönen Weinberg. Gestern bekamen wir an einer Schleuse diesen Koffer von einem Herrn überreicht. Mit dieser Fernbedienung, da konnten wir Deutsch einstellen, jetzt steht da Hallo, und gleich werde ich mit diesem blauen Knopf signalisieren, dass wir in die Schleuse wollen, in die nächste. Jetzt sind wir kurz vor der Schleuse und ich muss jetzt hier mal drücken. Passiert da? Ja, da blinkt es jetzt. Unten das kleine Teil und das trifft auch auf die Schleuse da vorne zu. Da blinkt auch was. Sie wird für uns vorbereitet und jetzt zeigt sie schon rot-grün. Jetzt muss ich das Festmachen in der Schleuse vorbereiten. Wir liegen da hinten hinter dem dänischen Boot, dahinter ist das Dorf. Gut, gleich hier vor ist ein Minigolfplatz. Und wenn man hier übernachtet hat, darf man einmal umsonst Minigolf spielen. Das haben wir natürlich ausgenutzt. Wir nähern uns Damery. Damery ist einer der zentralen Winzerorte hier in der Champagne. So, wir haben hier festgemacht und gleich in der Nähe ist ein kleines Restaurant direkt an der Marne, wo man auch, ich schwenke mal ein bisschen schneller, wo man auch mittags ein Menü bekommt. Und hier wurde uns gleich als Aperitif angeboten, natürlich ein Champagner und schmeckt grandios. Das ist hier unser erster Gang. Das sind Melonenstücke und dazu hat er dann aus einer Flasche sowas Sherry-ähnliches oder irgend sowas. Hat er gesagt. Also Jus de vin, ja, egal wie. Avec Alkohol, ja, ja. Also schmeckt ein bisschen Sherry-mäßig. Also wir kommen hier nicht zu kurz heute Mittag. Ich vergaß jetzt den zweiten Gang aufzunehmen. Das sind die Überreste von einer, wir haben es nicht genau verstanden, Quiche Poisson, habe ich verstanden? Nee. Saumon, also mit Lachs. Und es ist mit Lachs. Poisson wäre ja auch Gift und nicht Fisch. Also es muss Lachs. Poisson ist schon Fisch. Also es ist jedenfalls mit Lachs gewesen. Und da steht dann schon unsere Bœuf Bourguignon. Bourguignon.
Das ist dann der nächste Gang. Und natürlich gehört auch Brot dazu, das ist ja klar. Aber ich glaube, wir kriegen auch noch Pommes. Und jetzt kriegen wir noch ein peu de pain. Un peu de pain. Merci. Du nimmst die hier von Camembert. Pain. De fromage et un peu de pain. So, das muss ich doch auch nochmal aufnehmen. Ein Körbchen. Wir haben hier noch ein Körbchen. Das sind, was war das? Fruits de la Jardin. Pfirsiche de la Jardin. Aus eigenem Garten. Da hat sie, hinten hat sie ein Pfirsichbäumchen und da hat sie uns hier ein paar kleine Pfirsiche. So orangefarben wie unsere, sondern grün, hell. Aber ja, aber schmecken süß. Ja, wunderbar. Wir sind immer noch in Damery-sur-Marne. Wir haben heute eine Champagnerprobe gemacht und uns Champagner mitgenommen. Heute Abend haben wir uns hier oben auf die Bank gesetzt. Unten liegen die Boote, also auch von anderen. Und da ist es zu warm. Wir haben heute geschätzt wieder 28 Grad oder so im Schatten. Es geht vor allen Dingen kein Wind, keine Luft. Aber hier oben unter dem Baum lässt sich das gut aushalten. Und einen herrlichen Blick drüben auf die Weinhänge. Als wir anlegten, kamen die tatsächlich noch rein geschwommen. Ah! Wildwasserfahren. Für Schwäne. Kleines Training. Oh, sie werden da drüben an den Rand gedrängt. Naja, wahrscheinlich kennen sie das. Bei uns geht es am Schwimmsteg aufwärts. Wir haben uns hier in Marie-sur-Aye extra diesen Weinberg hochgequält. Und naja, hier hat man einen Blick unten über den Ort selber. Und da unten ist dann irgendwo der, ja, inzwischen ist der Seitenkanal der Marne, der Kanal Lateral de Marne, auf dem wir jetzt fahren. Marnschlinge, eine Nahaufnahme der Champagner-Trauben. Ganz toll. Aber noch sehr klein. Also wir haben ja jetzt Anfang Juli. Aber egal, ich meine, wo wir schon mal hier sind, sollten die auch mal aufgenommen werden. Von diesen Champagner-Produzenten, die hier in der Umgebung ihre Weinhänge haben, gibt es allein in diesem Ort in Marouille mit 1400 Einwohnern 40 Champagner-Produzenten. Also in der ganzen Champagne müssten das eigentlich mehrere tausend Weingüter oder Weinproduzenten sein, die das anbieten. So sieht das dann auf dem Innenhof aus. Und da hinten kann man dann Champagner verkosten und dann natürlich auch einkaufen. Wir haben unseren Champagner woanders gekauft. Leider habe ich dort keine Videoaufnahmen gemacht. In Chalon-sur-Champagne wurden wir durch einen richtig gut ausgebauten, komfortablen kleinen Hafen überrascht. Der beste, den wir auf dieser Reise in Frankreich angetroffen haben. Hier gibt es sogar eine Station, um den Fäkaltank zu leeren, um also das aus dem Fäkaltank herauszusaugen. Aber genau wie bei uns wird das Ding ganz sicher auch hier von niemandem benutzt. Auch die Sanitäranlagen sind hier wirklich sehr akzeptabel. Auch das Beste, was wir bisher in Frankreich gesehen haben, und das Hafenmeisterbüro auch vom Besten. Und dazu muss man sagen, dieser ganze Aufwand wird getrieben für 20 Liegeplätze. Das ist natürlich schon ziemlich viel Aufwand für so wenig Boote. Wir sind jetzt 2 Tage lang auf dem Kanal Lateral à la Marne gefahren, dem Seitenkanal der Marne.
Das war relativ langweilig, meistens geradeaus und nichts zu gucken. Und nach der nächsten Schleuse, die da vorne kommt, werden wir dann in den Canal de la Marne au Rhin, also in den Kanal von der Marne zum Rhein einbiegen. Blinder oder blauer Passagier? Ha, da ist die Marne. Wir fahren über sie hinweg. Kommt gerade von einer Schleuse und guck an, da unten ist sie ganz schön zugewachsen. Unser Liegeplatz in Vitry Le Français. Das ist jetzt der letzte Hafen sozusagen, bevor es dann in den Kanal von der Marne zum Rhein oder zur Mosel geht. Nach Süden zweigt hier ein anderer Kanal ab. Wir haben hier einen ganz schönen Platz außen erwischt, drin war es sehr verkrautet. Da liegt ein dicker Engländer, der die Einfahrt ein bisschen blockiert, und da hinten sind noch ungefähr 2 bis 3 Liegeplätze für Gäste noch frei gewesen. In Vitry Le François geraten wir zufällig in eine französische Hochzeit. Schön ist es hier am Canal de la Marne au Rhin, dem westlichen Teil. Ein bisschen wie auf dem Canal du Midi. Es standen auch rechts die Platanen und es war ein Weg dabei, ein Radweg. Da ist heute allerdings noch keiner unterwegs. Ja, das könnte ungefähr die 10. Schleuse heute sein. Bei 2 wurden wir aufgestoppt, funktionierte irgendwie nicht, mussten wir anrufen. Kam dann irgendjemand, hat geklappt. Aber hier scheint das prima zu funktionieren. Hier muss jetzt schön zirkuliert werden. Ja, links kommen wir klar. Ich muss jetzt aufhören zu filmen, weil ich gleich an der Leiter... Was? Wir machen das beide mit Schleusenhaken. Ich habe den langen, Erika den kurzen. Erika muss jetzt die schmierige Leiter hoch. Zum Glück ist hier oben eine Stufe ohne Schmierige. Und dann wieder den Schleusenvorgang zu beginnen, indem sie da vorne die blaue Stange hochschiebt. So, fängt schon an zu piepen, dann geht das Tor geht zu. Erika kommt wieder an Bord. So, und jetzt warten wir darauf, dass vor hinten ganz geschlossen ist und dass dann von vorn wieder das Wasser kommt. So, jetzt müssen wir sukzessive die Haken immer höher setzen. Erika, setz meinen Haken auch mal höher, bitte. Oh, ich kann aber meinen nicht halten. So. Und so hängt man hier hinten im hinteren Teil eben sehr sicher und sehr ruhig. Deshalb gehen wir nach hinten, weil da vorne kommt das Wasser rein durch die Schützen in den Schleusentoren und hier hinten ist es natürlich ruhiger. Jetzt haben wir gleich unsere Höhe erreicht. Das Problem bei vielen dieser französischen Schleusen hier ist, dass die Becken sehr hoch gefüllt werden und unsere Fender haben wir während des Schleusens weiter oben gesetzt, damit unser Tau an der Seite dann geschützt ist, damit das da vernünftig läuft. Nur hinterher, wenn das Wasser eingefüllt ist, müssen wir alle Fender ein bisschen tiefer setzen, damit unser Rumpf darunter geschützt wird. Und was macht Eri jetzt gerade? Nett sieht es aus in diesem Dörfchen
bei der Schleuse, der fünften für heute. Wir sind in Bar-le-Duc angekommen, seit vielen Tagen die erste Stadt, die uns richtig gut gefällt. Bar-le-Duc teilt sich auf in die ruhige Oberstadt. Und in die geschäftige Unterstadt. Die Oberstadt von Bar-le-Duc ist eines der besterhaltenen Renaissanceviertel Frankreichs. Das macht auf uns auch einen ganz tollen Eindruck, ohne großen Touristentrummel, mit ganz vielen schönen, einigermaßen gut erhaltenen Häusern im Renaissance-Stil. Wie? Die Kirche Saint-Étienne zeichnet sich dadurch aus, dass in der Kreuzigungsgruppe nicht nur Jesus alleine, sondern auch die beiden Mitverurteilten dargestellt sind. Vom gleichen Bildhauer wurde diese in Frankreich sehr berühmte Skulptur geschaffen, die einen jungen Prinzen zeigt, der in frühen Jahren in einer Schlacht verstarb. Das ist das Schloss der Herzöge von Bar, das jetzt als Museum fungiert. Wir sind heute in Bar-le-Duc geblieben, weil es geregnet hat und haben die Gelegenheit genutzt und sind oben in das Museum im Schloss gegangen. Und es ist so eine Sammlung von Kunstwerken, von Raritäten, von Kuriositäten und so weiter. Aber ganz interessant. Unter anderem auch ja, eine Nachbildung des Skeletts, des berühmten Skeletts hier in der Kirche. Das ist sein Herz, das er da oben in der Hand hält. Ein Herz, das er Gott darbietet oder so. Ja, das ist uns tatsächlich zum ersten Mal passiert, dass wirklich unser Seewasserfilter, in diesem Fall ja Kanalwasserfilter, dass sich der dicht gesetzt hat, sodass tatsächlich zu wenig Kühlwasser hinten rauskam. Man hörte das dann ganz deutlich und der Motor wurde dann auch heißer. Deshalb mussten wir hier erstmal anlegen und ich muss jetzt das Seewasserventil reinigen. Man sieht das hier, was da für ein Zeugs drin ist. Das ist also wirklich irre.
So, aber kein Problem, das ist schnell gereinigt und dann kommen wir weiter. Alles klar. Wow, da schießt jetzt das Wasser rein. Und da sprudelt es ordentlich. Oha. Wir schaffen das aber gut. Huch, du schwimmst weg. Leider muss nicht nur das Seebändchen gereinigt werden. Auch der Ansaugstutzen im Rumpf hat sich zugesetzt mit Grünzeugs und muss leider von außen gereinigt werden, was gar nicht so einfach ist. Hier bei diesem Stock. Ja, wie soll ich da hintauchen? Das geht doch nicht. Oder reden wir da rüber? So? Nee? Da reicht doch ein Paar Dekor und der Brunnen. Ach so. Hm. Fische kann man auch mit Haferflocken füttern. Das gerne. Einzelne schwimmen jetzt mit dem Haferflöckchen vorm Maul herum. Zu groß für sie. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann hier, aber in dem Video. Wir liegen hier 10 Kilometer vor dem 5 Kilometer langen Mouvage-Tunnel hinter einer Schleuse fest. Und wir kommen hier im Moment nicht weiter, weil eine größere Péniche in der Gegenrichtung im Tunnel. Der Originalkommentar ist hier nicht richtig, das haben wir zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Der Wasserstand ist zu niedrig im oberen Kanalabschnitt um den Tunnel herum und deshalb ist die Péniche, die große Péniche, im Tunnel auf Grund gelaufen und jetzt muss zugesehen werden, dass man den Wasserspiegel dort ein wenig erhöht. Bye bye, have a nice trip! And thank you! Yeah. Thank you very much for last evening. It was funny. It was nice. die ist lang. Die kommt jetzt hinter uns her. Ganz langsam schleicht jetzt diese Péniche an uns vorbei, die entweder vor dem Tunnel auf Grund gelegen hat oder im Tunnel selbst. Die sind auch froh, dass sie frei sind. Und wir ziehen an ihr vorbei. Wir werden den Tunnel auch hoffentlich heute noch gut schaffen. Man sieht am Rand, wie wenig Wasser hier nur ist. Wie tief das gesunken ist. All das braune, bräunliche müsste unter Wasser stehen. Der Schleusenwärter sagt, ja, wir können fahren, aber ganz, ganz langsam. Und wenn es nicht weitergeht, da vorne, der hat 20 cm Tiefgang mehr als wir, dann muss er oben nochmal Wasser ablassen. Aber es ist halt ein Problem insgesamt, die Wasserarmut. Er wünscht uns viel Glück, dass wir durchkommen. Naja. Da vorne kommt der Tunnel auf uns zu. Oder wir auf ihn. Die holländische Igel ist gerade darin verschwunden. Und jetzt sind wir gleich dran. Drin im Tunnel. Das ist der rückwärtige Ausgang. Und mal sehen, hoffentlich kriegen wir das gut hin. Das ist heller, als es in Wirklichkeit ist. Ganz so stark strahlt es nicht hier drin. Aber es ist recht gut zu sehen und sich auch ganz gut zu fahren. Rechts kann es vielleicht ein bisschen eng werden. So sieht das halt von innen aus. Nur noch 30 Meter. Ich habe einen Tropfen abgekriegt. Was hast du? Merci! Au revoir! Oh! So schön warm ist es hier draußen. Juhu!
Wir haben es geschafft und nicht einmal angedetscht. Und das war jetzt das Zeichen, dass der Tunnel frei ist. Dann können wohl die Nächsten rein. Hey, was machst du da unten? Hä? Was du da unten machst? Ich denke, es geht nicht da bei dir. Es scheint jetzt doch irgendwie zu gehen. Ja, ich versuche aus den Stutzen, aus dem Zufluss für die Wasserkühlung, für die Seewasserkühlung, das Seegras daraus zu fummeln mit den Füßen, indem ich hier so eine Art Felduntersprung mache. Cool. Und dann mit beiden Füßen greife ich da die... Ja, zeig doch mal, was du da rausgreifst. Seegras, okay, wir können es uns vorstellen. Unterschwung. Feldunterschwung. Hast du was? Zeig mal. Blaue Füße. Okay. Libellen bei der Paarung und Eiablage oder irgendwie sowas muss es da unten sein. Ein Grasbuschel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Paare liegen, sitzen da. Kann man die so erkennen? Erstaunlich. Wir müssen nur noch abwärts schleusen, das ist eigentlich ein gemütlicher Job, aber bei der Hitze, bei dem Sonnenschein. Aber das täuscht. Erika macht das ganz gut, hat sich das da gemütlich eingerichtet. Und eine große Herausforderung ist abwärts schleusen nicht. Das kann man mit einer Leine machen und das Schiff dann so ein bisschen an der Wand halten. Oder kleine Welse oder was soll das sein? Ja, wir haben diese langen Barten, dieses flache Maul und lange Barten. Man sieht das hier, das wäre ein Glasboot. Okay. Ich habe schon ein paar Mal so einen Klumpen herum. Wir sind jetzt in Toul und werden unsere Fahrt hier in Toul unterbrechen. Wir haben einen Mietwagen angemietet, fahren morgen dann für eine Woche nach Hause. Sehr beeindruckend, die Kathedrale von Toul. Der Kreuzgang und was? Der Kreuzgarten. Und wir klettern nämlich auf den Turm, auf den Turm der Kathedrale. Oh, da hört man einen Blick über. Toul, das komplett umschlossen wird noch von der früheren Festungsmauer. Ja, irgendwo da hinten ist der Hafen, in dem wir liegen, unser Boot dann für eine Woche liegen. Ersten oder zweiten Niveau, wissen wir gar nicht genau, ob wir eins ausgelassen haben. Und hier geht es jetzt noch höher auf einen anderen Turm der Kathedrale und da gehen wir dann nochmal aufs nächste Niveau. Das ist alles sehr eng, sehr verwinkelt hier. Da müssen wir uns jetzt durchquetschen. Für uns natürlich kein Problem. Guck mal, der Wurm da. Was für ein Wurm? Da, der ringelt sich so und guckt dann hierher. Ach da, ja. So, jetzt sind wir wirklich oben auf einem der beiden Türme der Kathedrale. Da drüben ist der andere Turm. Und da hinten, Erika meint, ich sollte das auch mal aufnehmen, aber nicht kriege ich das hin. Da hinten fließt dann irgendwo die Mosel. Daneben müsste noch ein Kanal sein, auf dem man dann mit dem Boot fährt. Da sieht man nochmal, da hat man nochmal einen Blick auf die alte Festungsmauer, den Festungsgraben drumherum. Und dahinter fließt die Mosel.
Und vor der Mosel ist noch ein Kanal. Auf dem Kanal werden wir dann mit dem Schiff Richtung Deutschland fahren. Aber erst in einer Woche. In Toul haben wir unsere Bootsreise unterbrochen und sind für 5 Tage nach Bornhöved gefahren. Anschließend ging es dann die Mosel abwärts durch Frankreich und Luxemburg vorbei nach Trier. Dann von Trier die Mosel abwärts bis Koblenz. Von Koblenz aus dann den Rhein abwärts nach Düsseldorf. Hier im Hafen von Toul haben wir unser Boot für eine Woche liegen gelassen und sind mit dem Leihwagen nach Bornhöved gefahren. Nach Nancy sind wir mit dem Zug gefahren und waren begeistert von seinen prachtvollen Bauten, den aufwendig gestalteten Plätzen, vielen Möglichkeiten für einen Einkaufsbummel und einem sehr idyllischen Altstadtbereich. Das fällt uns immer wieder auf, dass in den Städten ganz besonders viel Wert darauf gelegt wird, solche Gärten, solche Blumenanpflanzungen anzulegen. Das machen die wirklich ganz toll. Das ist der erste botanische Garten der Stadt. Achso, das habe ich gerade gelesen. Das war mal ein botanischer Garten, naja, ist natürlich immer noch. Sammlungen blühender Zierpflanzen für Grünanlagen. Wir haben den Main-Rhein-Kanal bei Toul verlassen und fahren jetzt auf der breiten Mosel insgesamt eine Strecke von 360 Kilometern bis zur Mündung. Anfangs noch durch Frankreich, dann durch Luxemburg und dann schließlich durch Deutschland. Wir sind auf dem Weg nach Metz und werden jetzt vor dieser Schleuse aufgehalten. Da liegt ein Berufsschiff und das bunkert hier Trinkwasser. Oben steht einer, das ist ein Schlauch von oben runter. Das ist die einzige Möglichkeit für die Berufsschiffe, Wasser zu bunkern, besteht tatsächlich in den Schleusen selber. So, dadurch hält er den Verkehr ein bisschen auf. Das ist ziemlich hohe Schleuse mit, ich glaube, 7 Meter Hub. Und wartet dann auch noch ein Sportboot mit denen zusammen. Vorsicht, ihr geht da nicht so weit ran. Wir sind in Metz. Wildwasserfahren mitten im Netz. Ein beeindruckendes Wasser- und Lichtspektakel direkt am Hafen.
Moselstädtchen vorbeifahren und die ersten Weinberge zu sehen kriegen. Oh, würden gerne anhalten hier und eine Runde gehen, aber das ist nichts bei dem Schiedwetter. Schnell wieder zumachen. Hier genau ist jetzt Frankreich zu Ende. Da drüben ist übrigens Luxemburg. Schengen ist ein Luxemburger Dorf. Und auf der anderen Seite, da heißt uns Deutschland willkommen. Ein Abstecher nach Luxemburg Stadt. Schloss des Großherzogtums Luxemburg. Ich nehme das mal auf, um mal zu zeigen, dass in Luxemburg jetzt wirklich auch eine Sprache Luxemburgisch speziell gibt. Eine Mischung aus Französisch, Deutsch und Holländisch. Und die sprechen, die meisten, also die Luxemburger sprechen wirklich dieses Luxemburgisch. Es muss geputzt gehen, es muss geputzt werden, wenn das Wasser weggegangen ist. Ja. Beim Heichwasser von 1955 sind Großherzog Charlotte, da ist die hier. Nee, ich fahre jetzt aber nicht. Okay. Und der Prinz Felix ob Reimich kommt, für sich die Schuld anzugucken und den Awohner Courage zu machen. Das Moselstädtchen, wasserbillig. Das ist das letzte Luxemburgische. Denn dort unter den Brücken kommt das Flüsschen Sauer herein und das ist der Grenzfluss zwischen Luxemburg links und Deutschland rechts. Und jetzt haben wir also an beiden Ufern Deutschland. Tschüss Luxemburg! Im Sportboothafen Monaise bleiben wir einen Tag und fahren mit den Fahrrädern nach Trier. Den kennen wir schon aus Luxemburg. Die Porta Nigra ist das bekannte Wahrzeichen Triers, das an den Aufbau Triers durch die Römer erinnert.
Der Dom St. Peter, dessen Kernbau 350 Jahre nach Christi erbaut wurde, also noch zu Zeiten der Römer. Das kurfürstliche Palais ...2000 Jahre alt. Das ist schon irre. Prächtige Häuser hier am Ufer. Auf dem roten Stein gebaut, aus dem auch die Römerbrücke besteht. Hier haben sich die Römer wohl die Steine hergeholt. Ob der Wein gut schmeckt, wenn er hier vor dem warm werdenden Fels wächst? Wir sind in Neumagen-Drohn und hier gibt es mehrere Funde aus der Römerzeit. Unter anderem ist hier so ein Weinschiff aus Stein gefunden worden. Das ist ein Nachbau, das Original befindet sich im Trierer Museum, aber es zeigt, dass auch zur Römerzeit hier schon Wein angebaut wurde. Da ist Peaceport, wo wir gestern nah bei der Kirche das Goldtröpfchen getrunken haben. Veracruz, wo kommt der denn ganz her? Ein Schubverband, das heißt, es sind zwei große Schiffe praktisch, allerdings nur mit einem Antrieb voreinander gesetzt. Diese Dinge fahren auch nachts unheimlich irgendwie. Wir sind in Bernkastel, sehr pittoresk, aber auch sehr touristisch. Wir sind in Bernkastel-Kues und liegen dort hinten in dem kleinen Seitenbecken. Das ist der Ortsteil Kues. Das ist alles Kues. Oder Kues. Kues oder Kues. 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 Und Bernkastel. Das alte Bernkastel mit seinen Fachwerkhäusern und so weiter. Touristisch total überlaufen. Das ist hier unten. Wir sind in Zell an der Mosel immer noch natürlich und Zell ist natürlich bekannt durch die Zeller schwarze Katz. Ist ja auch natürlich bei jedem dritten Haus ist irgendwo als Abbildung dabei.
Erika meint, ich habe so viele Gräber in Frankreich gefilmt, ich müsste doch auch jetzt mal wieder ein Grab in Deutschland filmen, so wie hier oberhalb von Zell. Das ist wirklich oberhalb von Zell. Ich gehe mal ein bisschen schneller da hinten hin. Da blickt man dann auf Zell runter. Wir nähern uns der Stadt Cochem mit der auf einem Hügel gelegenen, sehr imposanten Reichsburg. Die Stadt Cochem hat uns nicht so gut gefallen, zu trubelig, deshalb gibt es auch nur Videoaufnahmen von der Reichsburg. Einmal mit mir und einmal ohne mich. Hier wurde so circa um das Jahr 1000 erbaut. Die Bauherren waren die sogenannten Lotharingischen. Die hatten ihren Sitz in der Kaiserpfalz bei Aachen. Später nannten die sich die Pfalzgrafen bei Rhein und gehörten dann zu den sieben Kurfürsten. Das waren ja die sieben mächtigsten Fürsten hier in Deutschland. Also das hier ist das romanische Zimmer. Der Name kommt hier wieder von der Decke. Das ist hier ein romanisches Kreuzgratgewölbe. Wir besuchen Alken und sind auf dem Weg zu einer schönen, oberhalb gelegenen Burg. Auf dem Weg dorthin kommen wir an einer beeindruckenden alten Kapelle vorbei. Die Frau lebt noch. Und der Vater von ihm, der hat das so Kohlenhandel geschäft. Er hat dann Kohlenhandel dabei. Kann ich mich noch erinnern, als Kind. Wir kamen immer schon mit dem Oberkapitän. Der war schon was damals, ne? Ja. Ja. Und der ist die Fahrer, wie wir es eben gesagt haben. So, und was kostet denn ein Foto jetzt? Ist Ihnen überlassen. Wie? Ihnen überlassen. Und ein Video? Klick, 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 klick. Naja, mal gucken, wir werden uns schon einig über den alten Jagdzimmer. Der Burg Thurau. Thurand. In dem sich Gehörne, Jagdtrophäen, antike Waffen und Rüstungen befinden. Ja. Und hiernach beginnen wir mit der Besteigung des Kölner Turms. Okay. Hier unten ist eine Falltür zum Verlies. Da geht es unheimlich tief runter. Ich schätze mal 30 Meter oder 20 oder vielleicht auch nur 10. Und? Und da soll man nichts hineinwerfen. Keine Beschreibungen hier und Eistüten, weil es unheimlich schwierig ist, da unten die Sachen zu säubern. Und das sind, und es echte, sind Knochen. Echte Knochen, das ist das ganz Besondere. Oh, aus dem Mittelalter.
Wieso? Weil wir nur die Buchfeuer jetzt drauf sind. Die kleinen Fleckchen hoch oben waren wohl wirklich zu mühsam zu bearbeiten. Die sind aufgegeben und verwildern, werden der Natur überlassen. Ein Schienenbahn helfen, da oben in die Höhe hinaufzukommen. Und dann auch das, was man da an Werkzeug mit braucht und nachher die Reben wieder runter zu fahren. So schaffen die das noch. Da sieht man, wie es fließt, wie es hineinfließt aufs Laufbord. Oha. So tief hängt der drin. Da sind welche zu Gange. Fahren auf der einen Schienenbahn runter, oder einer ist das wohl. Nee, zwei Männer. Rot und blau. Raus aus der Schleuse Koblenz. Da geht es jetzt gleich in den Rhein dort vorne. Oben die Burg Ehrenbreitstein. Und dahinter, da wo dieses Fahrgastschiff dort vorne verschwindet, ist das Deutsche Eck. Da erscheint der Kaiser Wilhelm. Ich glaube doch, dass der das ist. Auf dem hohen Podest am Deutschen Eck. Und jetzt sind wir auf dem Rhein. Oh, es schaukelt, aber das sind noch die Wellen des Fahrgastschiffes. Sieht man am Brückenpfeiler, wie stark das hier fließt, strömt. Der ist ja ganz ungebändig, der Rhein, hat keine Schleusen. Und da kommt der Frachter. Okay, wir haben es vorhin geschafft. Juhu! Wie geht's dir? Ja, ist ganz schön anstrengend. Oi, man oi, muss oi. Doch konzentriert steuern, wenn man mit so hoher Geschwindigkeit geht, weil das alles auf der Wirbel ist hier. Ja, total. Wenn du anguckst, das Wasser ja. So, gerade hier am Rand der Wirbel, das ist natürlich noch mehr. Aber da vorne ist der Hafen. Lass uns mal so schnell wie möglich abhauen, denn da kommt Dutch Prada. So heißt der. Ach Gott. Ja. Ja, ja. Ach Gott. Wie gesagt, eigentlich. Da ist er ja schon. Ja, gleich neben uns. Wir sitzen hier am Rhein. Ich habe diese Sequenz gerade schon mal gefilmt, habe allerdings vergessen aufzunehmen. Oh, da flüchte gerade wirklich ein Berufsschiff vorbei. Wahnsinnig die Strömung. Man sieht das hier auch nochmal. Es ist wirklich unglaublich. Und wir sitzen hier mit. Entschuldigung. Mit Heiner und Gabi zusammen und lassen uns das gut gehen. Wobei Gabi und Heiner haben heute Fastentag, deshalb reicht es da nur zu Wasser und ja, Salat. Nur zu Wasser. Und wir haben uns Flammkuchen bestellt und trinken dazu dann doch ein Glas Wein. Erika einen Moselwein, ich einen Rheinwein. Und wir vergleichen das dann mal. Aber hier will ich nicht rein. Naja, ist alles nicht perfekt, aber ist voll okay. Das beste Wetter haben wir jedenfalls nicht erwischt hier bei unserer Tour von Bingen jetzt nach Koblenz. Im Zug sind wir hierher gefahren, jetzt geht's zurück mit dem Hey, kann auch nichts sehen. So. Die habe ich. Der Rhein fließt hier mit einer Geschwindigkeit von 8 bis 10 km/h abwärts. Mit unserem Boot würden wir hier nicht gegen ankommen. Auch manche Berufsschiffe müssen hier Schlepperhilfe in Anspruch nehmen. Außen.
Sehr schön, der Regen hat aufgehört. Auf der anderen Seite auch des Westtales liegt die Stadt Lorch mit der Ruine Lorch. In Lorch endet der Westtales. Für mich sehr beeindruckend, wie der Kapitän hier so sicher an den Anleger heranfährt. Wir sind jetzt an der Lorelei, das ist der Lorelei-Felsen. Ich weiß nicht, ob man es hört bei Wind. Das ist hier eine wahnsinnig enge Stelle, wo das also unheimlich gurgelt. Und durch die Lautsprecher wird das Lorelei-Lied gespielt. Der Lorelei-Felsen noch einmal aus der Nähe aufgenommen. Wir werden auch gleich mit der Seilbahn da drüben hochfahren über den Rhein, von Koblenz über den Rhein zur Burg Ehrenbreitstein. Burg Ehrenbreitstein. Festung. Zur Festung Ehrenbreitstein. Oh ja, das ist ja direkt schon ein Kunstwerk hier. Oh ja. Ja, mach. Das kann ich jetzt nicht so gut. Was denn? Und so. Der ist noch nicht da, der Baum. Egal, hier kann man in der Mitte runterkommen. Und sieht man da irgendwas? Wasser. Ja. Oh, das ist nicht so ein schöner Anblick. Und dann sind wir extra noch schnell hier reingegangen. Oh nee, das ist nicht meins. Gleich, ich sag dir Bescheid, wenn ein Schiff kommt. Okay. Doch, jetzt kommt er hier. Jetzt kommt er da gleich. Ich komm, da muss ich setzen. Doch. Nein, muss ich gar nicht. Ich muss mich nicht setzen. Da ist er doch. Das gibt Kohle. Aber jetzt gleich das. Ja, wenn du deinen Kopf da mal wegnehmen würdest, dann. Ah, das Rettungsboot. Drei Autos. Von weit oben blickt man hier über Koblenz mit der Mündung der Mosel in den Rhein beim Deutschen Eck. Kaiser Wilhelm am Deutschen Eck wird heute um 17 Uhr besucht von Angela Merkel, unserer Bundeskanzlerin. Deshalb kann man allerdings jetzt nicht da hochkrabbeln, sonst kann man da hochsteigen, hat einen Blick von da oben. Geht heute nicht. Entschuldigung, der Platz neben ist für die Kanzlerin reserviert. Frau Merkel, kommt zu mir. Sie können sich neben die Frau Klöckner stellen. Erst die Damen, dann die Herren. Sie stehen hier auch falsch. Ja, ich rufe mir auch mal drauf. Das klappt schon. Und das alles in mir. Mensch, jetzt steht jeder da, wo ich ihn haben möchte. Und Frau Merkel möchte ich neben mir haben. Ist ja immer wieder schön. Im Wahlkampf kommen wir ja so richtig rum, ne? Ja, und ich muss sagen, erstmal guten Tag. Dankeschön, dass Sie alle gekommen sind. Ein wunderschöner Anblick. Und ich muss sagen, dieses Deutsche Eck, das ist natürlich etwas, Michael Fuchs hat mich in seiner Zeit hier öfter hergeführt. Und der Zusammenfluss von Mosel und Rhein, das ist schon ein markanter Punkt Deutschlands, muss ich sagen. Auf den französischen Kanälen sind wir mit 8 km/h gefahren, hier auf dem Rhein fahren wir mit 18 km/h. Blöde Situation hier. Der rechte und auch noch ein anderer vorher haben blau gesetzt. Wir müssen dann auf seiner blauen Seite vorbeifahren. Und der linke, der hat das nicht und deshalb fahren wir blöderweise zwischen denen durch. Das ist sehr ungewöhnlich und wir wussten eine Weile nicht, was wir tun sollten.
Tja, geht ja gut. Wir sind in Köln angekommen und das hier erinnert uns ein wenig an Hamburg. Alte Kaianlagen, Lagerhäuser in Kombination mit modernen Wohn- und Geschäftsgebäuden. Dahinter befindet sich übrigens der Hafen, den wir jetzt ansteuern. Das ist die Kleppbrücke, Drehbrücke, unter der sind wir auch so problemlos durchgekommen. Und da vorne ist der Sportboothafen Rheinau, in dem wir jetzt gleich anlegen werden. Leider regnet es. Hier in Köln liegt man sehr geschützt in einem alten gewerblichen Hafenbecken, aber auch ein bisschen sehr abgeschottet von dem, was draußen so passiert. Ewig lang der Steg, ungefähr 300 Meter. Aber immerhin. Mit aber immerhin meine ich, wir haben tatsächlich hier den letzten freien Platz gefunden. Der Hafen ist also knackevoll. Also ein Stückchen Altstadt vor der Kirche Groß St. Martin. In Köln natürlich. Hier sind wir am Altermarkt, wo in jedem Jahr wieder die Karnevalssaison eröffnet wird. Dann ist hier allerdings deutlich mehr Trubel. Aber man hört das schon. Ein paar Frauen feiern hier auch jetzt schon. Und natürlich der Kölner Dom. In Köln besuchen uns Erikas Bruder mit Frau, Tochter und deren Freund. Ja, ihr wisst ja nicht, was ihr sagen sollt. Ne? Wir wissen genau, was wir sagen können. Hör mal auf mit dem Videofilm rein, wir wollen nämlich jetzt das Essen gehen. Hier sammeln sich die Fans vom 1. FC Köln, um ihre Mannschaft zum Spiel gegen Mönchengladbach zu begleiten. Sie wissen noch nicht, dass ihr Verein auch dieses Spiel wieder verlieren wird. Wir gehen hier über die Deutzer Brücke, über den Rhein. Und das haben wir noch nie gesehen. Also wir haben zwar schon andere Brücken gesehen, an denen Schlösser angebracht wurden, aber in diesen Massen über die komplette Deutzer Brücke über den Rhein sind hier Schlösser angebracht worden, mit Namen drauf und Sprüchen. Da alle Lücken schon mit Schlössern besetzt sind, haben die natürlich Schloss an Schloss gekettet. Da jede Menge oder ein Stückchen höher. Am Rohr war noch irgendwas, wo man ein Schloss befestigen konnte. Alles ausgenutzt. Ich liebe den Schatz. Viele Fahrgastschiffe. Tschüss, Groß St. Martin. Und Kölner Altstadt. Tschüss, Köln. Schön und interessant. Hier kommt ein Container Doppelpack.
Die haben sich aneinander festgebunden, nebeneinander, haben blau gesetzt und fahren deshalb auf ihrer linken Seite. Wir müssen hier links an ihnen vorbei. Der andere, der da kommt, hat kein blau gesetzt links. Der fährt ganz normal auf seiner rechten Seite. Und wir folgen dem dort hinten mit blau, der jetzt wieder auf rechts zurückgeschwenkt ist und sicherlich bald seine blaue Tafel wegklappt. Einfahrt in den Sportboothafenbereich von Düsseldorf mit bunten Häusern dort vorne. Und hier müssen wir jetzt gleich nach links um die Ecke und finden hoffentlich einen Platz. Eigenartige Gebäude. Das ist ja stark. Einiges los hier am Düsseldorfer Rheinufer. Ja. Und jetzt muss ich schnell hierher gucken. Ja, schnell ist gut. Wir fahren weiter den Rhein abwärts, biegen dann später in den Rhein-Herne-Kanal ab, um dann in Oberhausen festzumachen. Von Düsseldorf aus den Rhein abwärts und dann über den Rhein-Herne-Kanal und den Dortmund-Ems-Kanal nach Münster. Weiter den Dortmund-Ems-Kanal bis zum Mittellandkanal und über den Mittellandkanal dann bis Minden. Der Gasometer in Oberhausen, in dem eine sehr schöne Show und Vorstellung gegeben wurde über die Wunder der Erde und der Natur. Soll jetzt die Erde entstehen oder was? Wir sind im Gasometer in Oberhausen und hier sehen wir eine riesige Projektion in diesem gewaltigen Gasometer. Ich weiß nicht, ob das auf dem Handy rauskommt. Das, ja, was sind denn das? Wirbel auf der Erde, soll jedenfalls irgendwie die Erde darstellen. Stockwerk tiefer wird die Vielfalt
der Natur, zum Beispiel im Wasser, in den Korallenriffen dargestellt, auf sehr beeindruckenden Fotos. Ach so. 2 cm groß. Das lebt da. Oh ja. Und ernährt sich von ihnen. Und die ernähren sich dann irgendwie vielleicht. Ein Baumwollfeld unter isländischem Himmel. Baumwollgras nennt sich das unter isländischem Himmel. Wenn man genau hinguckt, erkennt man den Zipfelkrötenfrosch. Wir haben von Oberhausen aus eine Radtour gemacht zur Zeche Zollverein, ein riesiger stillgelegter Industriekomplex, den man hier besuchen kann. Und hier ist ein ganz in der Kokerei ein ganz nettes, uriges Café, in das wir jetzt gehen und was essen wollen. Wir besichtigen jetzt die Kokerei. Musst du gleich mit ihr was dazu erzählen? Jetzt noch ein Blick auf das Café, in dem wir heute Mittag was gegessen haben, und das Schwimmbad da unten. Werksschwimmbad früher. Wenn man runterschaut, dann sieht man ganz viele Türen nebeneinander. Eine Ofenkammer ist 45 cm breit. Dafür aber auch 6 Meter hoch und 13 Meter lang. Ja. Die werden befüllt mit diesen 28 Tonnen Kohle von oben aus, das heißt über den Öfen, fahren spezielle Wagen, die heißen Füllwagen. Guck mal, wie das hier weggebrochen ist, ne? So ein dicken Stahl hier. Schon Wahnsinn, ne? Ja, komm mal. Methan, sondern auch andere Kohlenwasserstoffe und Schwefelverbindungen und Ammoniak zum Beispiel, da wird eben eingeblasen. Alles, was man gerade so loswerden wollte. Ja? Und die Rauchgase, die hierbei entstehen in der Wand, die werden abgesaugt durch die Sogwirkung der Schornsteine. Ja? Türabheber kann auch um 90 Watt schwingen. Und man sieht, aha, da passt mit so einer Tür alles ganz gut zusammen. Ja? Das heißt, der greift sich jetzt die Tür von unten, da unter der Verriegelung. Dieser Bolzen da, der drückt dann auf die Verriegelung drauf. Es sind ja genug Türen da, die man sich angucken kann. Ja, bleib ruhig da stehen. Wir besichtigen jetzt das alte Schiffshebewerk in Henrichenburg. Gebaut 1899 und 1970, glaube ich, stillgelegt, ja. Hier stehen wir jetzt im Trog des Hebewerks. Das war mit Wasser gefüllt, sodass Schiffe hier reinfahren konnten. Das Ganze wurde dann angehoben. Da sind die Spindeln, die lustigen zu sehen. Jetzt sind wir im unteren Teil, und der wesentliche Bestandteil dieses Schiffshebewerkes sind riesige Schwimmer, die dort unten, das ist jetzt 10 Meter tiefer oder so. Da unten sieht man Schwimmer. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. So. Und normalerweise ist das hier mit Wasser gefüllt. Das sieht man hier. Da, also in 10 Meter Tiefe, sind riesige Schwimmer. Das ist Entengrütze jetzt. War aber egal. Das ist also die Wasseroberfläche.
Und von diesen Schwimmern gibt es 5 Stück, die den kompletten Trog in Gleichgewicht halten, wassergefüllt sogar, mit Schiff drin und allem drum und dran. Deshalb muss relativ wenig Kraft aufgewendet werden, um das Ganze zu heben. Hier kann man nochmal schematisch sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Mit den Auftriebskörpern unten, die verbunden sind mit dem Trog. Und die Höhe kann dann sehr leicht durch angebrachte Spindeln verändert werden. In diesem Metallrahmen seitlich des Trogs kann man die Spindeln erkennen, an denen dann der Trog einfach nur geführt wird, ohne großen Kraftaufwand. Hier sieht man, wie zentral die Spindeln bewegt werden, und zwar auf jeder Seite eine, da, gehen wir schnell rüber, da drüben und weiter hinten, dann geht also in der Mitte noch eine Achse rüber, die also ganz hinten zu 2 weiteren Spindeln geht. Tolles Schaukeln, ne? Verursacht durch Polizei, die zwar vor uns ganz enorm das Tempo runternahm, aber die Welle genügte trotzdem, uns so durchzuschaukeln. Der Hafen von Münster, Partymeile, hier geht man auf dem Wasser. Merkwürdig. Und feiert auf dem Schiff, auf dem Günther, dessen Anlegeplatz wir nicht benutzen dürfen. Also fahren wir woanders hin. Wir sind in Münster gelandet, im Stadthafen. Und hier kann man tatsächlich fast übers Wasser wandeln. Erika ist natürlich dabei. Wir sind hier vorhin auch mit dem Boot reingefahren, kamen dann nicht weiter, weil das dann hier zu flach wurde. Man kann das wahrscheinlich erkennen, 15 oder 20 cm unter der Wasseroberfläche ist so ein Rost eingebaut, eingezogen worden. Und deshalb kann man hier durchs Wasser wandeln, bis zur anderen Seite und wieder zurück. Auch sonst ist hier am Wasserhafenbereich ordentlich was los. Der Blick zur anderen Seite. Hier sind wir in der Altstadt von Münster. Das sind die für Münster bekannten Arkaden. Gerade sind wir abgefahren. Dort drüben aus dem Hafen Monasteria. Ganz links außen gelegen, gut gelegen. Auch durch vorbeifahrende Bimos war da nicht zu viel Schwell oder Zug. War gut. Hier ist das nasse Dreieck. Da geht es mit dem Dortmund-Ems-Kanal weiter. Und wir biegen hier um die Ecke in den Mittellandkanal. Wir
Wir sind hier im Zentrum von Bad Essen, am Mittellandkanal. Und morgen geht's weiter nach Minden. Ein Blick vom Rande des Wiehengebirges über Bad Essen und das Mindenerland. Das ist die Sohle Arena in Bad Essen. Bad Essen ist tatsächlich weltweit der einzige Ort, in dem das Urmeer noch in flüssiger Form vorkommt. Das sehr salzhaltige Urmeer. Hier rieselt das salzhaltige Wasser runter. Und Erika probiert es gerade, schlürft es gerade. Nee, danke, danke, danke. Und hier drin kann man das salzhaltige Aerosol einatmen. Hey, hier tropft's. Das ist jetzt das salzhaltige Aerosol, das hier neben diesem Gefäß daraus gespritzt wird. Erika inhaliert kräftig. Gut gegen Asthma. In Minden besuchen wir unsere Freunde Angelika und Reinhard und genießen einen herrlichen Nachmittag in deren wunderschönem Garten. Queren wir die Weser und fahren auf dem Mittellandkanal weiter nach Wolfsburg. Von Wolfsburg ein Stückchen zurück zum Elbe-Seitenkanal und dann über diesen zur Elbe, Lauenburg vorbei, dann über den Elbe-Lübeck-Kanal nach Lübeck. Die Schleuse Anderten ist das bei Hannover. Ist sehr merkwürdig mit diesen Aufbauten. 14 Meter Hub erwarten uns hier. Oha. Na Tom, wie war das in der Schleuse Anderten? Das war brutal. War die brutalste Aufwärtsschleusung, die wir bisher ja, so bei den großen Schleusen mitgemacht haben. Ja, ja. Fand ich auch 14 Meter so. Und obwohl wir ganz hinten waren, erhebliche Strömung, stieg wahnsinnig schnell. Wir kamen also kaum nach mit dem Hochsetzen der Haken und man musste wirklich richtig, richtig arbeiten, war auch wirklich anstrengend. Du hast du auch mit deinem Kopf gearbeitet? Hä? Irgendwie so sieht das so aus, du hast da was an der Schleuse, an der Stirn. Von dem Matsch, ja, matschig war es natürlich auch. So, an der Schleusewand klebt ja jede Menge von dem schleimigen Mist und den hat man dann an den Händen. Ich am Kopf und auch. An der Stirn. Ja. Na gut. Wir gucken schon mal bei der Autostadt von VW in Wolfsburg rein. Thank you.
Hier werden die verschiedenen Produktionsschritte eines Autos dargestellt anhand von Videodarstellungen verschiedenen. Sehr anschaulich dann die Karosserieschnitte, an denen das auch nochmal verdeutlicht wird. Sehr anschaulich alles. Ja, das ist ein Querschnitt durch den Porsche. Und zwar genau im Motorblockbereich mit allem, mit den Rädern, den Reifen auf der Seite, mit allem Stoßdämpfer, alles da. Wie kompakt, wie ausgenutzt da wirklich der komplette Raum des Motorraums ist. Sehr gut, und unser Philipp an der Geige zeigt euch mal, was man mit den Händen so alles anstellen kann. Sehr gut. Und das bitte bis zum Ende des Liedes durchhalten und vielleicht sogar bis zum Ende des ganzen Konzertes. Ihr werdet das erste Publikum, was das schafft. Gebt euch Mühe. Am tiefsten ist weit entfernt kein Land in Sicht, wenn uns ein letztes Lied verlässt. Deine Ideale halt ich fest, für dich weißt du lebst in mir, was auch passiert, du bleibst Teil von mir, denn ich weiß du lebst. Wir sind hier im Premium Clubhaus und hier dreht sich alles um Design. Und in der Mitte steht, im zentralen Mittelpunkt steht ein Bugatti, ein Edel-Bugatti. Über 1000 PS, das ist der Motor dieses Bugatti mit 16 Zylindern. Hochleistungsaggregat. Der Basislistenpreis dieses Bugatti beträgt 1,5 Millionen Euro. Mit Wappen. Kein Problem, mit Wappen. Tschüss. Schnell nehmen. Schnell. Ha 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 ha!
Wolfsburg, sondern auch die Autostadt hat den Tag der Niedersachsen gefeiert und einiges an zusätzlichen Attraktionen geboten. Das hat uns gut gefallen. In Schleuse Uelzen mit dem gewaltigen Hub von 23 Metern. Ich meine, wir werden zwar nicht gehoben, sondern abgesenkt und fahren hier ganz gemütlich am Schwimmroller hängend. Warum sind unsere Festmacher? Aber das ist schon das mit Abstand der größte Hub, den wir in einer Schleuse erlebt haben. Hannover-Anderten waren 14 Meter, ansonsten in Belgien hatten wir 13 Meter, glaube ich. Aber das ist schon beeindruckend, die hohen Schleusenwände hier. Hebewerk für Sportboot Boreal. Ja, hier ist das Hebewerk, schönen Tag. Ja, guten Tag. Wir sind jetzt vom Hebewerk angekommen, wollen zu Tal. Jawohl. Ja, dann mache ich euch die Steuerbordseite auf, dann könnt ihr da gleich rein. Ist hinter euch da noch ein Sportboot, oder? Ein Segler weiter weg. Ja, ein bisschen weiter weg, also 3 Kilometer hinter uns ist ein Segler. Ja, alles klar. Ja, dann würden wir wahrscheinlich noch gleich noch auf den warten, ne? Denn, aber wie gesagt, könnt ihr schon einfahren. Ich mache die Steuerbordseite auf, ja? Jo, danke. Wir fahren ein dann. Für uns ist grün und jetzt können wir hier rechts einfahren. In die Steuerbordkammer. Nein, in den Trog. Es ist ja keine Kammer. Keine Schleusenkammer. Ein Trog, mit dem wir abwärts schwimmen. Wir haben im Hebewerk festgemacht und wir warten jetzt noch auf einen Segler, der hinter uns kam. Hier kann man rechts durch eine Scheibe gucken, wie es da runter geht. Das ist so die Höhe. Die Höhe, die wir vor uns haben. 37 Meter, glaube ich, die wir dann runterfahren. Das Tor für diese Kammer geht jetzt zu hinten, damit wird das hinten abgeschlossen. So, jetzt geht's mit dem ganzen Trog nach unten. Der wird über Seile geführt und ich schätze mal, da in der Mitte sind die entsprechenden Gegengewichte für die Seile oder in den beiden Türmen außen. Jo. Recht flottes Tempo. Hinten kann man es auch noch mal sehen, dass oben eben auch der Zufluss vom Kanal durch
das entsprechende Tor geschlossen und deshalb fließt da auch nichts raus. Und unsere Kammer ist natürlich auch dicht nach hinten. Das sind die Stahlseile, an denen alles hängt. Bitte? Ja. Das ist die große Spindel, an der das Ganze geführt wird. Nee, die bleibt konstant. Hier drin dreht sich das. Nee, die Spindel selber nicht, aber da drin die große Mutter sozusagen, an der das geführt wird, die dreht sich dann. Geht sehr schnell. Geht wesentlich schneller als eine normale Schleusung, vor allen Dingen bei der Höhe. Wo? Oh. Da kann man doch mal sehen, wie der zweite Trog jetzt gerade runterfährt auf der anderen Seite. Wir sind ja schon unten und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben das untere Niveau erreicht. Jetzt werden hier vorne wieder die Tore geöffnet und dann können wir rausfahren. Wir sind dann auf Elbniveau, haben es auch nicht mehr weit nach Lauenburg dann. Vorne bei der roten Tonne links, da schließt sich unser Kreis. Am 17.05. sind wir hier vorbeigekommen und jetzt am 5.09. kommen wir wieder zurück. Hallo Lauenburg, da sind wir wieder. Taucht auf. Der Lübecker Dom. Und wie er deutlich strahlt im Sonnenlicht. Gleiches Boreal wieder zu Hause.